Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zu einem weiteren Video. Ja, da jetzt momentan leider kein Geisterbahn oder whatever kommen kann, habe ich mich dazu entschlossen, ein anderes Spiel zu spielen. Und da momentan das Spiel Rollercoaster Tycoon 3 kostenlos ist, habe ich mir das natürlich geholt. Und ja, wie ihr schon schwer hören. Nee, wie ihr schon. Gut. Egal. Wie ihr erkennen könnt, befinden wir uns auch schon bereits in diesem Spiel. Dadurch, dass die Grafik so auch für den schlechtesten PC gemacht ist, sollte es also keine Schwierigkeiten geben beim Aufnehmen hier. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ja, also. Erstmal willkommen zu Rollercoaster Tycoon 3. Wenn ich weiß, was es ist, das ist ein. Ja, Freizeitparkspiel, sag ich mal. So wie Planet Coaster. So gesehen ist der dritte Teil wie der Vorgänger davon, kann man mal sagen. Denn es hat halt die gleichen Funktionen. Ja. Ich hoffe mal, dass die Musik hier drin nicht Copyright geschützt ist. Und Mini Omo 1 ist immer noch kaputt. Okay. Ja. Also, wir befinden uns hier im Sandbox-Modus. Ja. Und ich habe ja auch schon ein bisschen was gebaut. Ja, also vielleicht mal so grundlegende Sachen, die ich euch mal zeigen kann. Die relativ cool sind. Und ja, also, schauen wir mal an. Wenn wir hier reinkommen, haben wir hier erstmal einen schönen Geldautomaten. Mal sehen, wie man sieht. Und hier zur linken Seite direkt einen Freefall Tower. Coole an den ganzen hier ist, man kann auch wirklich mit den Fahrgeschäften fahren. Das heißt, wir können jetzt einfach mal hier dran gehen. Und wir befinden uns im Sitz. Und da sehe ich schon den Park so ein bisschen. Kommst du hier, Genoss? Setzen Sie sich. Ja, das sieht noch wenig aus, aber glaub mir, es ist noch ein bisschen mehr hier. Okay, es geht hoch. Wow, Alter. Das ging aber schnell hoch. Ach, jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick. Hätten es noch ein Schwimmbad, da ist noch anderes. Und die schreien. Und wieder hoch. Und wieder langsam runter und wieder hoch. Und es ist vorbei. Man kann es auch ein bisschen mehr im Schrein übertreiben, ja. Also echt. Genau. Dann hier rechts zu kommen wir noch. Dann gehen wir mal weiter. Schade, dass man hier nicht selber laufen kann, das wäre besser. Hier nach links. Dann kommen wir nämlich zur Spooky Streets. Okay. Ja, hier links haben wir einmal ein Gebäude. Oh, Alter. Ja, und nochmal hier, wie viel hier drin sind. Das Gebäude hier ist für Essen da und ja. Genau. Drüben sind noch ein paar Getränke und noch mehr Essen. Steht da? Hess, irgendwas. Milkschokolade. Ah! Das ist kein. Genau. Ja. Und natürlich haben wir hier auch noch einen schönen Fahrstuhl. Wer hat keinen Fahrstuhl bei dich? Auch mal rein. Haben wir gerade so. Ja, der Fahrstuhl hier, der befördert die Leute nach oben. Oh, wir sind überkommen. Wir haben nämlich ein zweietagiges Ding. Den Fahrstuhl, also ich muss erstmal die ganzen Mechaniken rausfinden und das war echt schlimm. Erst nach oben, schließen die Tür. Ja, und dann sind wir hier oben. Und wie ihr seht, haben wir hier noch ein paar mehr. Haben wir hier noch ein paar mehr Essens- und Getränke-Dinger. Ja. Okay, dann geht's hier unten hin zur ersten Attraktion, die stand. Ja, mache ich gleich.
Und zwar ist hier vor, also ist hier drin was Cooles. Wir haben erstmal einen Tränkeshop, genau, so ein paar schöne Sachen. Und anscheinend ist das gerade, ja, hat gerade eine Störung. Wahrscheinlich gerade vom Dings repariert, hoffentlich. Vielleicht, wenn man damit fahren kann. Hallo Mechaniker? Brauchen wir Mechaniker? Ah ja, wunderbar. Hat's repariert. Gut, dann gehen wir einfach mal rennen. Also, wir würden jetzt hier natürlich die Warteschlange entlang gehen, kennt man ja. Damit da hier so ein paar Animatronics drin stehen. Genau. Ja, und dieses kleine Häuschen, dann gehen wir einfach mal rein. Wie ihr schon schwer erkennen könnt, ist das hier ein kleines Karussell. Ja, steigen wir doch einfach mal ein, würde ich sagen. Ja, hier sitzt man dann. Und es geht los. Wie? Ja, Problem ist eigentlich nur, wenn man sich hier festhält, weil man könnte hier echt gleich rausfliegen. Das Geilste ist, wenn es Nacht wird, passt mal auf. Es gibt ja hier Beleuchtung. Ja, jetzt, Alter. Leuchtung. Yes, Alter. Na komm, kommen Sie mal rein hier, Passagiere. Ach ja, kommen Sie her. Das hält man doch, wenn man es ganz schnell macht, aber naja. Ein kleines Kettenkarussell so gesehen. Und dann haben wir hier neben direkt noch den nächsten Tower, wo wir auch direkt mitfahren, um einmal den Park von oben zu sehen bei Nacht. Ja, da seht ihr das, Alter. Oh, die Feuerwerksshow. Läuft gerade. Ja, das ist halt der Hauptparkbereich gerade. Hält mir gerade die Party ab, Alter. Jo. Geht dieser Zug mit dem Pump später? Alter, die Warteschlange ist ja gut gefüllt. Ja, das war, sagen wir es mal so. Dann gehen wir weiter zur nächsten Attraktion. Und kein Mini-Riesenrad. Damit fahren wir jetzt aber nicht. Das ist irgendwie langweilig. Dann haben wir hier noch so ein kleines Insekten-Terrarium-Dingens. Hier drin kann man Sachen beobachten, so wie Spinnchen und so. Ist lässig. Dann haben wir hier ein kleines, ein kleinen Lasso-Ride. Ja, kommen auch mal mit. Hallo. Deshalb so wie dieser Gravitron, falls jemand kennt, das Ding dreht sich und ihr werdet an die Wand gedrückt. Nur, dass man hier ein bisschen intensiveres Erlebnis hat. Uiuiuiui. Oh Gott. Okay, dadurch, dass sich das immer updatet, vielleicht ist es ein bisschen. Ja, und wir gehen komplett in Schieflage. Schau dir das mal an. Oh Gott, Alter, das ist ja schlimm. Und wir gehen wieder zurück. Ja. Es ist schon geil, also. Ich mag das Spiel irgendwie. Hier neben haben wir dann direkt. Wer kennt's nicht? Die Raupe oder wie man sie nennt. Ja, nur damit fahren wir gleich, weil ihr seht schon, dass sie ein bisschen anders ist. Ja, dann haben wir hier natürlich das klassische Kettenkarussell. Das mag doch jeder. Das Riesenrad ist aber auch wirklich riesig, ey. Damit fahren wir gegen Ende. Dann können wir die Abmoderation da machen. Komm schon, Kettenkarussell, gib Gas! Na komm! Ja, danke schön. Ja, es kann schon mal wieder ein bisschen längere Folge werden, weil wir erstmal alles in Ruhe angucken.
Komm, gib Gas. Dankeschön. Yay, und da geht's los. Ich weiß gar nicht, ist bei echten Kettenkarussellen auch so, dass sich das Ding hier oben so neigt? Schreit auch nicht so da hinten rum. Wenn du mal siehst, kann die Kamera irgendwie mit dem Trick über Kopf drehen, das ist ja dann noch schlimmer. Joa, das war Geschäft. Gucken wir mal ganz kurz, ob das hier steht. Das steht perfekt. Steigen ein. Kennt ihr da? Runter. Aber die FSBD ist schlimm, glaub mir. Na komm, los geht's. Wir wollen fahren. Nächste Runde geht rückwärts. Ne, kennen wir ja alle. Ja, jetzt aber schneller. Na komm, los geht's. Wir hätten beides gleich haben. Ah, alles klar. Was geht los? Ja, das hier, das wo man. Ich bin damit schon mal selber gefahren, also nicht so dieses Extreme wie das hier, weil ihr seht, dass man sehr zur Seite geneigt wird. Das macht man echt natürlich nicht, aber dieses Auf und Ab und also hier nur mit den Wägen, das kennt man. Ui. Es ist ja übelst krass, wie das geneigt ist. Das ging über zwei Runden, das heißt, das war jetzt die erste Runde. Die zweite Runde geht natürlich, wie man es kennt, rückwärts. Go! Ach ja. Ja, oder so, das kleine Fahrgeschäft. Merkt man mal, dass die kleinen Dinge auch cool sind. Ja, das Riesenrad fahren wir später. Und dann würde ich sagen, haben wir diesen Bereich hier fertig. Gehen wir rüber zu dem Bereich hier. Oh nee. Oh, da ist wohl das Not aufgeschaltet. Genau dann, wo ich damit fahren wollte. Lass mir die Mechaniker das mal kurz reparieren. Ja, das Ding hier. Oh, Alter. Ich weiß nicht, wie man das fahren kann. Chaos hier. Können wir mal kurz mit reinsteigen. Ihr seht, man dreht sich selber um die eigene Achse und gleichzeitig noch in diesem Ding da. Oh Gott, Alter, damit könnte ich niemals fahren. Oh, Hilfe. halten wir an. Wir halten an. Oh, der ist auch. Oh, ich glaube, der muss kotzen. Kann sein, ja. Wir gehen dann fleißig rein. Himmel. Oh, perfekt. Sind jetzt alles fertig. Steigen wir noch gleich mit ein. Oh. Ja gut, wir sitzen mit hier oben, das ist natürlich ein bisschen. Ah, da hinten ist der Parkinspektor, okay. Komm, los geht's, wir wollen fahren. Hier hinten ist wieder Feuerwerkshow. Schön. Was geht los? Wir drehen uns natürlich selber. Hui. Alter.
Obwohl, jetzt ganz nach oben. Also ich finde es cool, dass man wirklich mit jedem Fahrgeschäft hier interagieren kann. Das ist einfach schön gemacht. Weil die Frisbee, Alter. Ja, gut. Komm, wir gehen mal zu Frisbee. Die ist cool, wo ist sie? Da ist sie. Wir sitzen drinnen, Leute. Wir sitzen drinnen. Damit würde ich ihn nie im Leben in echt fahren, Alter. Oh Gott. Ja, anderen, willkommen an Bord. Wir werden gleich starten. Na komm. Ah, Hilfe. Komm, Bügel gehen runter. Kommt schon. Komm. Yes, es geht los. Oh, Alter. Oh, Hilfe. Ist das? Weil so schlimm sieht das gar nicht aus. Was sagt ein First Person? Oh Gott. Also so wird das aussehen, wenn ihr in dieses Fahrgeschäft steigt. Ach du Heilige. Ey, das ist doch nicht. Das sieht doch nicht gesund aus. Oh, joi. Ja, okay, wir können es verlassen, der Kevin wieder. Huch, ey. Okay, dann. Das Ding hier. Es ist. Geht auf jetzt weg auch los. Das ist ja Himmelsklatscher oder wie das Ding heißt. Es geht einfach hoch und dreht sich. Eigentlich auch nicht so wirklich spektakulär. Wir gucken uns mal nur ganz kurz an. Was fährt ihr denn jetzt schon? Yay, und der ist man nämlich auch über Kopf und dann. Ja, das ist einfach nur drehen. Das ist ja nicht so schlimm. Aber die finden das, die schreien aber so, als wenn es der Weltuntergang wäre, Alter. Das Ding ist eigentlich so wie keine Frisbee, die dreht sich halb hier und das Ding beginnt sich nach vorne zu neigen. Das Ding hier jedoch. Also ihr kennt ja wahrscheinlich diese kleinen Frisbee-Dinger, die sich drehen, aber das hier. Das ist ja nochmal nächste Stufe. Mal da, ich kotze, Alter. Wir steigen ein. Also das ist ja ganz normal. Na, die Dinger drehen sich hier. Wir sind hier gerade in der Warteschlange. Hat auch einige, okay, das ist gut. Also steigen sie jetzt ein, die Fahrt beginnt gleich. Es ist echt gutes Training für Piloten, Alter. Nicht für Piloten, für Leute, hier die, ne? Okay, es geht los, glaube ich. Das ist die letzte Person und zack. Komm, sitz dich, dankeschön. Bügel gehen runter. Bitte. Hallo.
Hallo? Kannst du mal losfahren? Dankeschön. Jetzt geht los. Also, man dreht sich jetzt ganz normal, ne? Nichts Spektakuläres. Aber ihr merkt schon, ein bisschen anders, denn das Ding hier. Ja, das ist ein bisschen schlimmer. Du drehst dich da. Oh, Alter. Du drehst dich damit selbst über Kopf. Obwohl du so knapp über dem Boden bist und dann drehst dich und bleibst dabei. Oh. Schreibt mal in die Kommentare, welches euer Lieblingsfahrgeschäft hier ist, Alter. Das würde mich mal echt interessieren. Oh Gott. Heilige. Okay, wir müssen hier ganz schnell raus. Gut, dann haben wir hier noch eine weitere Art des Kettenkarussells, fährt hoch. Und ja. Dann die Frisbee oder eine Disco heißt das Ding. Das ist auch nicht ganz ohne, wie ihr seht. Boah, Alter. Hätte ich gedacht, dass das so schnell ist. Hey. Na gut. Ja, ich mache jetzt ein bisschen schneller, damit wir noch mehr drauf kriegen. Genau, hier hatten wir alles gezeigt, ne? Ja. Hier hatten wir jetzt auch alles, genau. Ja, das brauchen wir nicht zeigen, Planetarium. Ich würde sagen, nehmen wir mal die Bahn als Stoppbahn bei fahr mit. Kann ich nicht. Ach, ich bin ja in dem Typen drin. Ah, besser. Wir fahren gerade mit der Bahn zurück. Ich weiß es nicht. Anscheinend fahren wir gerade mit der Bahn hier zur, also hier hin. Wir fahren jetzt nämlich gleich zum Schwimmbad. Das ist natürlich noch alles hier noch im Bau. Augenblick kurz. So, also ich habe alles im Bau, deswegen nicht wundern. Guten Tag. Genau, Schwimmbad ist nämlich da hinten. Wo der Inspektor gerade ist. Ah, oh, ist jetzt immer so ein fetter Typ hier drin. Oh, Alter, mit dem Licht, das ist so geil. Leute, das Ding dreht sich jetzt, Tatsache. Das hat sich sonst nie gedreht. Und Planetar und die Planeten, die fahren dann nämlich runter und drehen sich dann. Habt ihr auch mal in Aktion gesehen? Oh, guten Tag, Sir. Können wir bitte mal losfahren? Ah. Ui. Ja, Straßenbahn, ne, kennt man. Auf zum Schwimmbad, würde ich sagen. Also dieser Park von Themenpark Tycoon 3 beinhaltet alle DLCs, die es gibt. Das heißt, ihr habt natürlich Wasser, also Schwimmbad-Update, ihr habt Tierreich-Update, das heißt, ihr könnt dann hier Safari und so weiter alles machen. Und. Ja, ich habe schon drei Wasserrutschen aufgebaut. Dann können die gleich mal alle austesten. Ist auf jeden Fall noch genügend Platz. Und es gibt noch so mehr geile Fahrgeschäfte, die wir uns angucken können. Ich mache deswegen, glaube ich, zwei Folgen. So, wir sind da. Guten Tag. Genau, dann käme man hier raus. Der Typ läuft hier hinten rum. Dann geht man hier lang, ab in die Umkleiden. Und wenn man dann durch die Umkleiden gegangen ist, kommt man hier auf dieser Fläche raus.
Dann hat man hier auf jeden Fall erstmal, wie ihr seht, ein paar Schwimmflächen, wo man schwimmen kann. So, fleißig gemacht. Genau, ein paar Liegen zum Hinlegen. Hier ein kleiner Bereich mit so also ein kleines Wellenbad hier. Und ich klicke, lol. Okay. Ja, und hier ist das ganz große Becken, über dem alle drei Wasserrutschen zusammenfließen. Und ich glaube, ihr wollt alle, dass ich die Wasserrutschen austeste, also machen wir das doch mal. Wir fragen, wo mit dieser Rutsche kann ja mal rutscht, die ist offen. Und ich kann auch nicht zugucken. Also, die fährt nicht mehr los. Naja, die ist aber auch eher unspektakulär. Dann fahren wir mal ganz schnell mit dem hier mit. Genau, so eine Ringrutsche. Hui, nach unten und Sprung. Ja, die werden mit Vollkaracho dann natürlich hier rausgeschossen. Können wir uns doch mal von hier aus angucken. Passen Sie mal auf. Auch einen geilen Winkel. Na komm. Fährt mal bitte einer damit? Woher stehen die alle bei dieser Rutsche hier Schlange? Da wollte vorher niemand mitfahren, warum auch immer. Ah, okay, es kommt einer. Und come on, wusch! Ja, Alter. Er hat so weit geschleudert. Gut, dann fahren wir mal mit dieser Rutsche hier mit. Hier war vorher eine riesenlange Schlange. Ich weiß nicht mehr, warum da jetzt keine mehr ist. Fährst du hier mit? Na komm. Yes. Das Problem bei der Sache hier ist, dass die Matte nicht so weit fliegt wie der Mensch. Der Mensch, pass mal auf, was gleich mit dem passiert. Hui. Guten Tag. Oh Gott, man wird ja immer schneller hier. Hui. Ja, schrei nicht so rum. Nur weil ich drei Bogen ausgemacht habe. Oh Gott. Oh, wusch. Wow, der. Wow. Alter, der Mensch, ey, ihr müsst jetzt mal sehen, wo der Mensch hinfliegt. Hier, da kommt der Mensch gleich runter. Guckt euch das an. Zwei Personen sind auf der Bahn. Na komm. Das ist ja noch normal, aber. Das nicht so. Der knallt wirklich. Passt mal auf. Der knallt hier gegen. Fragt mich nicht warum. Ich habe die Reibung zwar ein bisschen weniger gemacht, einfach nur aus dem Grund, dass sie ein bisschen weiter fliegen. Weil die sind erst hier gelandet, jetzt landen sie hier. Ja, komm. Boah, knapp, Alter, knapp. Ja, das war auch schon ein Schwimmbad, lustigerweise. Mal hier zurückfahren. Und da fragt man sich natürlich, ja, wie kommen wir denn hier hin? Denn hier ist das Mini-U-Boot, was immer noch kaputt ist anscheinend. Oh, wie lange habt ihr da schon drinne? Ey, du bist doch hier. Weißt du, der läuft hier die ganze Zeit rum. Die ganze Zeit läuft er hier hin und her und kapiert nicht, dass er. Oh, gleich geht die Show hier los. Schauen wir uns doch an. Let the show begin. Um 21 Uhr und go. Wunderschön.
Die Dinger finde ich irgendwie schön. Boah. Cool. Genau, das war die Feuerwerkshow. Ja, und ich will einfach mal sagen, oh, sauberster Park, Dankeschön. Ja, ihr habt euch wahrscheinlich echt gefragt, was das hier für ein Häuschen ist. Ja, das Häuschen führt nämlich zur Station. Also hier kommt jetzt der Fahrstuhl später. Da ist er. Den fahren wir jetzt einfach mal runter. Ach, nach unten. Und unten ist die Bahnstation, mit der wir dann gleich dann rüberfahren. Ich mag diese Aufzüge irgendwie, die haben was. Genau, da ist der Zug. Also wenn man hier jetzt runter geht. Ja, seht ihr, hier unten ist ein bisschen. Ja, oh. Hat Türen, die sich nicht öffnen lassen. Oh ja, das ist natürlich ein bisschen schlimm. Wo ist denn hier der nächste Zug? Guck mal, jetzt muss ich ja gucken, dass ich den Zug kriege. Mann! Ja, das ist ein bisschen tricky, sage ich mal so. Also die Kameraführung, die ist echt noch ein bisschen zu überarbeiten, finde ich. Jetzt müssen wir den Zug finden. Der war doch hier, ne? Hier. Das ist der Aufzug. Das heißt, Bahn müsste da unten sein. Ja, danke schön. Oh. Nee. Na gut, egal. Wir fahren jetzt gerade keine Ahnung wohin. Ihr seht, wir sind unter der Erde auf jeden Fall. Das wollte ich zeigen. Die ganze Zeit. Ach ja. Ja, das ist halt ein kleiner Park bis jetzt. Und wenn wir gleich bei der Station sind. Perfekt, guten Tag. Das nämlich hier, ja, das ist die Station hier, genau. Ich nehme jetzt einfach mal eine kurze Abkürzung, habt ihr gesehen, wie sie gefahren ist. Ja, da kommt man nämlich da raus. Man kommt hier an. Hat jemand hingekotzt? Ah, alles klar. Und dann seht ihr, hier haben wir hier diese kleine Feuerwerksshow, die dann später stattfindet. Und hier hinten ist auch nicht wirklich was, außer dem, das Mini-U-Boot, das gleich hier einfahren sollte. Da, perfekt. Komm bitte. Gönnt auch wieder die nächsten beiden rein hier. Vater und Sohn. Auf geht's. Klappe zu. Und ab unter Wasser. Ja, also man kann auch unter Wasser Sachen machen. Ja, also eigentlich ist das. So, das grundlegende Prinzip des Spiels, ihr baut einen Freizeitpark so mit schönen Attraktionen, ihr könnt, also ihr könnt mitfahren. Und ja. Genau. Dann würde ich sagen, das große Finale hier. Fahren wir einfach mal mit.
Einfach mit dem Riesenrad. Ich meine, wartet mal, mit Augenblick, mit dem das jetzt nicht falsch mache. Perfekt, okay. Befinden uns jetzt ganz unten, aber die Türen öffnen, dass die raus können. Dankeschön, und die nächsten wieder drin. Nee, rennt aber. Moin. Ja. Einmal ganz kurz schauen, nämlich wie lange nehmen wir schon auf? 35 Minuten. Ja, das sollte also, ne? Jetzt langsam mal das Video beendet werden. Wenn bitte mal das Karussell gleich schon das Riesenrad mal losfährt. Oh, Alter, es sieht extrem aus. Hallo? Ja, jetzt aber schnell bitte. Ach Gott. Komm immer mehr. Mein Gott, jetzt geht doch einfach alle rein. Die Zuschauer wollen nicht so ein langes Video. Ist das schon XXL hier? Dankeschön. Auf nach oben. Und gleich werden wir nochmal das schöne Feuerwerk da hinten sehen. Ja, und damit, meine Damen und Herren, beende ich das Video an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. Euer Rivals Gamer.